Ja, meine Lieben, ich begrüße euch. Heute habe ich für euch ein sehr schönes Buch, das ich im Sarto Verlag bestellt habe, also S-A-R-T-O. Und es soll wieder ein Sakrament dadurch ein Stück weit wieder ein bisschen lebendig gemacht werden. Gerade jetzt in der Zeit, in dem alles sich in der katholischen Kirche modernisiert und viele an Traditionen ja regelrecht weggedrängt werden. Ich möchte bitte nicht missverstehen, nicht sagen, dass wir nicht moderne Elemente in der Kirche brauchen, aber ich sage auch ganz deutlich, dass wir natürlich auch wieder Traditionen bewahren sollten und nicht zerstören sollten. Ja, und dazu gehört es auch die Tradition der Sakramente, die Tradition der Kirche und dass wirklich Christus wieder Zentrum in den Kirchen wird. Und das ist es oftmals schon lange nicht mehr. Das entdecke ich in der katholischen Kirche immer wieder. Aber dazu werde ich mal ein anderes Video drehen, warum ich das sehe. Auch darüber mal drehen, warum ich skeptisch bin bei Maria 2.0 und dennoch für Frauenordination bin. Das ist nämlich sehr interessant, denn es sollte bei diesem Priestertum nur mal so am Rande darum gehen, um Jesus Christus und nicht um die Frau als ich möchte und ich will, um Feminismus hier und Feminismus da. Aber dazu werde ich ein anderes Video drehen, warum ich sehr auch an traditionelle Dinge zu bewahren festhalte. Und ich den feststelle einfach, dass in der katholischen Kirche da kaum etwas ist, das oder wenig nur noch ist. Ich möchte euch heute über das Sakrament der Beichte ein Buch vorstellen, das Christian und ich zurzeit zusammen lesen und wir es ja als sehr positiv empfinden. Es ist natürlich ein Buch, das, ich halte jetzt einfach meine Kamera, dann kann ich weiterreden, wenn ich einmal anfange. Ne? Nämlich von dem Priester Wilhelm Hühnermann für Siegedelitten, Erzählungen zum Sakrament der Buße. Es spiegelt ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und in diesem Buch, ich werde mal gucken, dass ich das so ein bisschen hochstelle. Ich habe leider nur so ein kleines Amazon-Gerät. Da muss man immer versuchen, so die beste Aufnahme zu machen. Aber wie gesagt, gerade jetzt in einer Zeit, in dem das Sakrament mehr und mehr, am Rand gedrückt wird oder nicht mehr so wirklich in der katholischen Kirche wenig noch ernst genommen wird. Das stelle ich natürlich fest, dass zum Beispiel in den Gemeinden, was noch vor 23 Jahren, damals noch, wo ich noch mit meinem Patenonkel die katholische Kirche besucht habe und alles, noch der Fall war und heute gar nicht mehr oder kaum noch, dass zum Beispiel die Beichtstühle verwaist sind, keiner mehr beichten geht, die Priester aber auch nicht mehr drin sitzen, um auf die Pönitenten zu warten. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das ich sehr, sehr stark festgestellt habe, im Unterschied vor 23 Jahren und heute. Dieses Buch von Pfarrer Wilhelm Hühnermann sind natürlich Geschichten, die auch teilweise, teilweise vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil stattfinden oder stattgefunden haben. Also es sind ja erfunden. Also nur, dass ihr nicht irritiert seid über diesen Schreibstil. Ach, mit einer Hand ein Buch festhalten, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Schreibstil so ein bisschen anders ist, als man heute gewöhnt ist. Aber ich finde das sehr interessant, weil einfach man damals noch sieht, wie das damals stattgefunden hat. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, aber wir wollen ja nicht darüber streiten, ob die Geschichten gut sind oder ob sie heute übertragbar sind auf die heutige Zeit. Vielleicht kann man überlegen, wie man sie auf die heutige Zeit überträgt. Es geht ja letztendlich
um die Vergebung, um die Versöhnung mit Jesus Christus. Und wie gesagt, die ersten 80 Seiten, das kann ich euch schon mal so vorweg sagen, sind Bibelgeschichten, die der Pfarrer Wilhelm Hühnermann neu erzählt, in einem etwas moderneren Stil. Und da sind Bibelgeschichten, die ersten 80 Seiten circa sind Bibelgeschichten, in denen es um das Thema Sünde und Vergebung geht. Also beispielsweise der barmherzige Sohn. Oder um die Frau, die Jesus die Füße wäscht mit ihren Tränen. Und das sind so Aspekte, wo wir dann auch schon in der Heiligen Schrift erkennen, dass dieses Sakrament ein ganz wichtiges Sakrament in unserem Leben ist. Ja, warum haben halt die Priester diesen Auftrag, dieses Sakrament auch zu vollziehen? Beziehungsweise eigentlich haben sie den Auftrag. Die katholische Kirche sagt ja sozusagen im kanonischen Kirchenrecht, dass es die Pflicht des Priesters ist. Sie haben diese Berufung, diesen Auftrag, den durch Jesus Christus. Jesus sagte ja zu seinen letzten Aposteln: Wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Und wem ihr die Sünden nicht vergebt, den sind sie nicht vergeben. Ich werde das jetzt mal abstellen, das Buch, weil ich sonst meine Finger einschlagen, weil ich die ganze Zeit so festhalten muss. Ja, und das ist sozusagen der Auftrag, den Jesus halt eben an die Apostel weitergegeben hat. Er hat sie angehaucht. Er hat gesagt: Empfangt den Heiligen Geist und tut dies in meinem Auftrag. Und Christus hat das nicht einfach nur so gesagt, sondern er hat halt eben das als einen sehr wichtigen Auftrag neben der Eucharistie angesehen und auch so gemeint. Wenn die Protestanten oder Freikirchler dann kommen und sagen: Nee, macht das mal nicht, wie könnt ihr zu einem Menschen geben, wie kann ein Mensch euch die Sünden vergeben? Dann sage ich, das hat überhaupt damit nichts zu tun. Nicht der Mensch vergibt die Sünde, sondern er hat den Auftrag, sozusagen die Funktion im Beichtstuhl, entweder als Richter, nicht entweder nein, als Richter und als Arzt, als Seelenarzt, als geistiger Vater dort zu fungieren. Es geht also nicht um den Willen des Priesters und um Eigennutz oder um Rache oder seinen eigenen Gutdünken nach, sondern wer das denkt, der sollte nicht Priester werden. Sondern es geht darum, dass die Menschen, die halt zum Priester kommen, wirklich diese Absolution zugesprochen bekommen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man auch wirklich bereut und auch wirklich bereit ist, Vergebung wirklich daran zu glauben, dass Christus vergeben kann. Denn Jesus ist ja für uns ans Kreuz gegangen und deswegen kann ich auch manchmal die Freikirche, Protestanten nicht verstehen. Die haben etwas, was die Katholiken nicht haben. Was die Katholiken haben, Entschuldigung, andersrum. Die Freikirche und die Protestanten haben etwas nicht, was die Katholiken haben, so rum. Nämlich wirklich diesen Zuspruch der Gnade, diesen Zuspruch durch den Priester halt eben. Ich werde dazu mal ein längeres Video drehen. Ich wollte ja nur dieses Buch jetzt eigentlich vorstellen, weil es gibt noch mal geschichtlich und historisch dazu noch einiges zu sagen, nämlich die Geschichte und die Historie oder Historie, was ausgesprochen über dieses Beichtsakrament, wie das überhaupt entstanden ist, werde ich darüber sprechen, noch in einem wie längeren Video. Und warum die katholische Kirche Wert legt, also eigentlich sollte sie darauf Wert legen, die Praxis in Deutschland sieht dann manchmal anders aus.
Viele Priester haben keine Zeit mehr im Beichtstuhl. Sie sitzen vor der Messe, haben keine Zeit mehr, dieses Sakrament wirklich die Leute einzuladen. Also ich erlebe das hier kaum noch in Berlin. Und das ist eigentlich, was heißt eigentlich, das ist Dramatik. Das ist dramatisch, dramatisch, das Wort habe ich gesucht. Wir diskutieren natürlich über den ganzen Missbrauch, was ja auch absolut richtig ist. Und es ist auch vollkommen korrekt, dass wir für Reformen kämpfen und Veränderungen. Aber Veränderung kann nur dann gut sein, wenn man das andere, nämlich die Transition, auch bestehen lassen kann. In anderen Kirchen zum Beispiel. Ich weiß, wenn ich jetzt einmal anfange, ein Video zu drehen, dann sind so viele Themen nebenbei beieinander, aber weil es jetzt gerade um die traditionelle Beichte geht, kommen jetzt gerade so schöne, viele Gedanken. Also es geht darum, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche, worüber ich auch sehr entsetzt bin, die Kommunionbänke alle rausgenommen worden sind. Es geht darum, dass die Kommunion einfach so mal schwupp wie ein Keks behandelt wird. Es geht darum, dass die Tradition, dass alle, die jetzt zum Beispiel die traditionelle Messe feiern, Achtung, ich gehe meistens zu der ganz normalen deutschen Messe, ganz normal, aber ich möchte auch die Menschen in Schutz nehmen, die das so feiern möchten, traditionell. Und ich habe selber auch Freunde und Priester, die halt die traditionelle Messe mitunter auch feiern und das sogar befürworten. Und dann finde ich das immer wieder schade, wenn sozusagen die Modernen mit den Traditionellen sich streiten und da wirklich miteinander quasi wirklich ein geistiges Gefecht aussetzen. Das sind die bösen, bösen Tradis, das sind bösen, bösen Modernen. Ich denke, da muss einfach wieder, genau da muss angesetzt werden. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Befürworter, dass wir wieder mitunter auch das Sakrament, auch wieder die Beichtstühle dafür verwenden sollten. Ich habe ein Buch und da war ein Bild abgebildet, in dem zum Beispiel die Beichtstühle dafür verwendet worden sind, um ja Putzlampen und Gerümpel und Besen und alles da abzustellen, da frage ich mich, liebe katholische Kirche oder diese Priester, frage ich doch mal ganz ehrlich, was soll dieser Unsinn, was soll dieser Quatsch, dass man so, dass man das so missbraucht. Und ich kann es und will es auch nicht nachvollziehen, weil wenn die damit erstmal anfangen und damit auch schon angefangen haben, was kommt denn als nächstes? Wenn die anfangen, dass die Beistühle alle verwaist sind, dafür einfach nur irgendein Gerümpel verwendet wird als Abstellkammer, was kommt denn dann? Was machen die Katholiken dann in Zukunft? Also ich sage nicht, dass es alle Katholiken sind, das möchte ich jetzt auch betonen. Ich spreche jetzt nur von die es tun. Was machen die dann mit dem Tabernakel? Was machen die dann mit dem Altar? Was machen die dann in Zukunft mit anderen heiligen Gegenständen? Wird das auch alles zerstört, rausgenommen? Ja, entmachtet quasi. Also ihr versteht schon, was ich meine. Ich bin da so ein bisschen aufgeregt, deswegen finde ich jetzt nicht so richtig die Worte, aber das hat mich dann auch sehr entsetzt und ich bin da wirklich, also ein Priester, der sowas tut, kann ich nicht für gut heißen, weil das braucht ja immer so ein bisschen die Erlaubnis des Priesters, ob man sowas auch als Abstellkammer verwenden darf. Das macht kein, das wird nicht oh, einfach nur geheimnisvoll so getan und der Priester weiß nichts davon. Natürlich wissen die Priester davon und es ist wirklich eine Schande, dass Priester so etwas zulassen können. Ja, deswegen bitte Leute, bestellt dieses Buch. Ich finde, es ist sehr interessant. Wie gesagt, man muss nicht mit allen einverstanden sein, was da drin steht, aber es zeigt uns wieder so ein Bewusstsein auf die traditionelle Form der Beichte, die ich auch ein Befürworter bin.
Und ich möchte auch hinzusagen, ich habe nichts gegen Beichtgespräche, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Manchmal sind Situationen, die dauern einfach länger und bedarf einer intensiveren Zeit, absolut vollkommen in Ordnung. Was ich aber genauso, wie ich immer wieder sage, etwas dagegen habe, ist, wenn man das eine Angebot wegrationalisiert, sagt, das machen wir nicht mehr und jetzt machen wir nur noch das andere. Und die traditionellen Dinge, die ganz traditionell Dinge werden jetzt einfach verschwinden und jetzt machen wir nur noch so die modernen Sachen und alles andere ist egal. Da habe ich etwas dagegen und deswegen bin ich der Meinung, sollte man auch beide Beichtformen wieder in der katholischen Kirche hier in Berlin anbieten. Das ist meine Meinung. Der heilige Escriva hat ja auch damals in einem Video gesagt gehabt, zu den Priestern schon als Warnung gesagt gehabt, das ist schon ein älteres Video, da könnt ihr mal einfach nachschauen im Internet, das ist in YouTube auch enthalten, der hat gesagt gehabt, liebe Priester, setzt euch wieder in die Beichtstille, macht das Licht an, ladet die Menschen ein und wenn die Menschen nicht kommen, dann betet das Brevier und ihr werdet erleben, dass die Menschen wiederkommen. Weil die Menschen warten eigentlich darauf, dass die Priester sich da wieder reinsetzen, dass sie zeigen, wir sind wieder hier da und wir hören euch zu. Und das vermisse ich einfach. Und das vermissen auch viele Katholiken, glaube ich. Ich kann nicht vorstellen, dass das einfach nur an den Gläubigen liegt. Es kann mir nicht vorstellen, dass es an den Menschen liegt, sondern es geht einfach um die Form, wie das anzubieten und in beiden Formen auch wieder anzubieten, um wirklich jedem gerecht zu werden, sofern das auch geht. Ja, also wie gesagt, lest euch dieses Buch durch. Ich werde auch nochmal ein längeres Video zu diesem Thema drehen. Das sollte ja einfach jetzt nur vorstellen. Hier könnt ihr auch nochmal das Inhalt, wenn das zu lesen ist, durchlesen. Aber wie gesagt, es ist einfach das Buch, das ich euch empfehlen will. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Der Herr möge mit uns allen sein. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.